Wo bin ich hier? Warum ist er jetzt eben aufgestanden? Und wieso kann ich das Licht nicht ausmachen? Mama hat nie aufgegeben. Nicht wie du. Ach, hör doch auf damit. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, um zuzuhören. Nein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Mein Rat erfolgt, wo sie versagen. Sie wollten nicht zuhören. Sie haben beide verloren und gingen dann selbst verloren. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch Gehorsam erreicht, indem man sich fügt. Nein. Oh. Hast du mich schon gesehen? Schön für dich. Alter Schwede, ich mach das Licht wieder aus, ob ich den Scheiß hier nicht sehen muss. Oh. Meine Herr. Da hinten gewinnen. Bestimmt was Tolles. Was? Was? Schnauze! Und den Koffer da haben? Dankeschön, Tasche verbessert. Yeah. Moin, Gilly. 4 Schuss. Was? Geh! Jetzt schon wieder schaffen. Oh. Na? Komm, 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 komm. Wie in The Walking Dead. Immer schön aufs Hirn. Alter Schwede. Was soll ich denn hier noch alles killen? Bin ich im Sanatorium? Nee, Krematorium. Sie killen, wir grillen, oder was? Alter Schwede. Ich hab nicht mal Ahnung, wo es hier lang geht. Ja. Dem möchte ich nicht begegnen. Oh, das Spiel speichert. Ja. Ich war immer da. Was? Schnauze. Nochmal? Pfui. Nee, da gehen wir nicht runter. Da hinten glänzt das so schön. Und dann. Na komm, wer kommt? Wer steigt freiwillig aus dem. Wer steigt auf? Komm schon. Irgendeiner wird doch kommen, oder? Nein? Ihr lasst mich echt in Ruhe? Okay, guck mal da hinten nochmal. Jetzt habe ich was, habe ich gelesen. Natürlich, nee, neulich im Krematorium. Chef der Lilliputaner fällt immer durch die Roste. Okay, dann bringen Sie mir den Rausch in der Pfeife. Oh, eine Pfeife.
Steigen wir hinab. Wir gehen schon hinab. Wir sind schon am Arsch der Welt. Naja, gut, nicht am Arsch der Welt, aber im Untergrund der Welt und gehen noch tiefer. Das ist wie in Minecraft. Gehst auch immer erstmal nach unten, damit erstmal alles holen kannst. Natürlich. Ja. Will ich. Ich muss sie finden. Gut. Dann kommen sie zu. Yes! Bist du es wirklich? Hat jemand gepupst? Ach, das ist nur eine Spiegelung. Hab schon gedacht, wer hat denn da hingekackt? Aha. Lass mal da stehen, ja? So wie immer. Oh, darf ich nicht. Gut. Na, na, na. Na, na. Lily. Nicht. Nein. Lily. Da ist sie. Ihre geliebte Tochter. War das nicht ihr Wunsch? Papa? Papa, es ist deine Schuld. Warum hast du mich nicht gerettet? Nein. Bitte. Ich konnte nicht. Ich wollte. Na, na, na. Hier wird nicht zurückgegangen. Nein. Nein. Sie sind verdammt dazu, ihre Fehler zu wiederholen. Schließen Sie sich mir an. Und ich kann Ihre Träume erfüllen. Gemeinsam können wir Lily von Myra befreien. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind Sie wahrhaftig frei. Nein. Man braucht mehr als Kugeln, um mich aufzuhalten. Wann begreifen Sie das? Idiot. Du hast auf mich geschossen. Warum? Nein. Na los. Bringen wir dich hier raus. Darf dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian, was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Torres, wo? Ich bin zu Hause. Wie bin ich? Durchsuche das Haus. Was?
Alles klar, mit Waffen stehen wir da. Okay, okay. Lillys Zimmer. Wie es früher war. Ich wünschte, es wäre immer noch so. Oh, ein Dia. Dia Nummer 8 von 10. Ah, was hat schön. Lillys Zeichnungen. Gott, ich hoffe, sie konnte sich einen Teil dieser Unschuld bewahren. Ja, hoffentlich. Oh. Das Zimmer kennen wir noch nicht. Mysteriöses Symbol, Drachen. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben, kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du es in deinem Zimmer aufzubewahren. Ich habe immer so viel gearbeitet. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mehr davon mit ihnen verbringen. Tja, das kenne ich. Aber so ist das nun mal. Und jeder. Lilly? Alter, musst du mich so erschrecken. Hallo, Lilly! Na? Oh. Gleich raus oder bleiben wir erstmal hier drin? Die Füße. Wie denn? Immer noch Bilder von unserer von der Hochzeit hier, alter Schwede. Langsam reicht's. Was. Dieser Brief. Myras letzte Nachricht. Versteckt in ihren Akten. Mhm. Apropos Kaffee. Hab Durst. Es hörte sich so verrückt an. Aber ich hätte ihr glauben sollen. Mein lieber Sebastian. Wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber es war zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Dem Brief liegt eine Kopie meiner Aufzeichnungen bei. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst. Aber falls doch, liegt es an dir, zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte, tu es für Lilly und für mich. In ewiger Liebe. Myra. Es tut mir so leid, Sebastian. Du hast so viel durchgemacht. Die ganze Zeit. Ganz allein. Es ist meine Schuld. Du wolltest es mir sagen. Aber ich habe dir nicht geglaubt.
Und jetzt bin ich so durcheinander, dass ich schon mit einer Halluzination rede. Ich habe dich enttäuscht. Ich konnte Lily nicht aus dem Feuer retten. Ich habe alle enttäuscht. Das stimmt nicht, Sebastian. Das Feuer war nicht die Gefahr. Das weißt du jetzt. Dennoch konnte ich sie nicht beschützen. Wie denn auch? Mobius ist eine Naturgewalt. Das ist so, als würde man sich für ein Erdbeben verantwortlich fühlen. Es war nicht deine Schuld. Du musst aufhören, dich so zu quälen. Du bist ein guter Mensch, Sebastian. Deshalb habe ich dich geheiratet. Und diesmal kannst du sie retten. Zu viele Kräfte sind gegen dich. Du musst stark bleiben. Lass dich von der Vergangenheit nicht besiegen. Ich verzeih dir. Und Lily wird es auch. Aber das Wichtigste ist, dass du dir selbst verzeihst. Verzeih dir selbst. Sie hat recht. Sie hatte immer recht. Theodor setzt meine Schuld gegen mich ein. Aber welche Schuld? Es ist ihre Schuld, nicht meine. Sie nahm mir alles. Ich habe es nicht begonnen. Aber ich werde es beenden. Und Gnade Gott denen, die mir im Weg stehen. Soll ich mich jetzt bewegen? Wer ist da? Da steht doch gar keine. Willst du mich verarschen? Wachen Sie auf, Sebastian! Nein! Da hinten ist noch die Tür, da wollte ich gucken gehen. Ach so, da ist noch eine Tür. Da geht's nicht raus. Gut. Habt ihr jetzt genug geklopft? Oh. Komm ja schon. Was? Hoffmann? Was ist passiert? Sie hat sie hergebracht. Tut mir leid, Sebastian. Ich wollte sie retten, aber... Ich... hab sie erschossen. Die Schusswunde war nur oberflächlich. Sie starb durch Verletzungen aus dem Kampf gegen diese Dinger. Verdammt! Sie hätte so nicht sterben müssen. Sie war eine gute Soldatin. Sie wollte nur Lily retten. Und jetzt ist sie tot. Alles meine Schuld. Schon wieder. Hör auf damit. Nein, Sebastian. Es ist nicht ihre Schuld. Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben recht.
Dieser gottverdammte Mistkerl. Das will er doch nur. Er will, dass ich mich schuldig fühle. Er ist für das verantwortlich, nicht ich. Er ist der Schuldige. Okay. Zeit zu gehen. Ich muss nur Theodore finden. Das ist nicht das Problem. Liams Maschine zu zerstören hat funktioniert. Theodore ist nicht mehr versteckt. Das Problem ist, zu ihm zu kommen. Wie meinen Sie das? Das war auf den Außenkameras des Überwachungssystems. Schauen Sie mal. Theodors Festung ist mitten in Union erschienen. Aber sie ist scheinbar von einer riesigen Feuerwand umgeben. Mist. Da werde ich nicht durchkommen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe in Liams Ausrüstungsraum ein Gerät gefunden, das uns helfen könnte. Gut. Zeigen Sie es mir. Es ist noch nicht bereit. Ich muss noch was anpassen. Okay. Tun Sie, was nötig ist. Hier ist doch irgendwo ein Hotel in der Nähe. Ich prüfe, ob es sicher ist und schicke dann die Koordinaten durch. Treffen wir uns dort mit dem Gerät. Okay. Bis bald. Noch ein paar Fragen, Hoffmann. Kapitel 13. Die Festung. Theodore hat meinen Geist manipuliert. Jedes Mal setzt er meine Albträume gegen mich ein. Das sieht ihm ähnlich. Er ist ein Meister der neurolinguistischen Programmierung. Und hier drin ist der linguistische Teil irrelevant. Warum reden, wenn er direkt in ihren Geist gelangen kann? Er hatte mich schon fast. Aber dann blickte ich in mich. Und da war jemand. Jemand, der mir gesagt hat, was ich tun musste. Jetzt kann ich es mit ihm aufnehmen. Ja, ich sehe, dass Sie bereit sind. Wir haben Sie... Natürlich. Die Teampsychologin. Esmeralda hätte vielleicht überlebt, wenn sie mich nicht gerettet hätte. Fühlen Sie sich nicht schuldig. Wir haben geredet. Sie hat mir von dem Plan erzählt. Sie wollte, dass er umgesetzt wird. Sie traf die Entscheidung, sie rauszuholen. Sie kannte die Risiken und tat, was sie für richtig hielt. Sie stand in ihrer Schuld. In meiner Schuld? Aber wofür denn? Esmeralda war die Person, die Lily aus ihrem Haus geholt und es niedergebrannt hat. Seitdem fühlte sie sich schuldig. Deswegen hat sie mitgemacht. Deswegen hat sie ihr Leben für sie riskiert. Was? Hassen Sie sie nicht dafür. Sie hatte damals keine Wahl. Und sie tat alles, um es wieder gut zu machen. Ich hasse sie nicht. Sie hat sich für den Plan geopfert. Sie hat es wieder gut gemacht. Ja. Haha, Edgemann auf ständige Waffe. Tut mir leid, Esmeralda. Ich sorge dafür, dass ihr Tod nicht umsonst war. Ich werde dieses Schwein zur Strecke bringen. Kaum nimmst du ein Scope in die Hand, abgefallen. Ja, ich weiß, braucht viel Munition. Egal. So, was haben wir denn hier? Viel Munition. Und noch mehr. Na komm, nimm schon. So. Kaffeemaschine? Natürlich. Oh, geil. Ohne Kaffee geht hier nichts. Ach, du möchtest, dass wir speichern? Ah, ich komme. Miau. Was los, Mau? Möchtest du, dass wir das Dia angucken, was wir gefunden haben? Na, dann gucken wir mal. In der Zeit können wir mit Kittenman nämlich noch reden. Mal gucken, was die uns noch zu sagen hat. Oh, wie schön. Kittenman. Ja, Sebastian. Woran denkst du gerade? An Lily. Alles, was hier drin passiert, hat mit ihr zu tun. Jeder hier will sie haben. Als wäre sie ein Objekt, das man besitzen kann. Sie ist das wahre Opfer. Die Arme weiß überhaupt nicht, was ein normales Leben ist. In all den Jahren bei Mobius hat sie bestimmt ihre Unschuld verloren. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Ihr wurde die Kindheit gestohlen. Sie konnte nicht in die Schule gehen. Keine Freunde haben. All die verpassten Geburtstage und Festtage. Es bricht mir das Herz, was sie durchgemacht hat. Lily war schon so reif.
So klug und aufmerksam. Diese Art, wie sie einen ansah. Man wusste, dass sie einen verstand. Nicht nur, was man sagte, sondern auch, was man fühlte. Sie war für mich immer etwas Besonderes. Aber ich dachte, das wäre nur, weil sie meine Tochter war. Lily ist besonders. Sie wurde entdeckt, weil ihre Testergebnisse außergewöhnlich waren. Ich spreche über sie noch immer in der Vergangenheit. Es kommt mir noch immer irreal vor, dass sie lebt. Und hier drin ist. Das ist sie. Und wenn du sie gerettet hast, könnt ihr eure Beziehung neu anfangen. Ich will dir helfen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Eine Tüte Pommes, ein Big Mac, ein Hamburger. Ah, jetzt sind wir aber vollgepackt mit Waffen hier. Können wir die irgendwo ablegen? So, da haben wir doch auch schon alles. Ist hier noch was Neues dazugekommen? Ja. Das Ding da ist neu dazugekommen. Und draußen regnet es immer noch. Was ist eigentlich mit der Kamera? Wo ist die eigentlich? Egal. Mau, ja, danke. So. Wir müssen jetzt Munition bauen. So leid es mir tut. SG-Munition? Moment. Schuss? Das ist günstig. Das ist echt günstig. Was ein Glück, habe ich nicht gespeichert gerade. Sag mal, wie viel haben wir denn? Wie viel? 12.000? Warte mal, jetzt müssen wir doch so langsam und sicher die Waffen tauschen. Den nehmen wir mal auf die 3 und den legen wir auf die 7. Miau. So. Die Tür ist zu. Nein, die ist offen. Aber wo müssen wir denn definitiv hin? So, die Mühe ist auch. Was noch? Was? Was? Da ist eine Spritze? Ja, richtig? Ah ja, also doch die Tür da rein. Gut, gut. Echt noch eine Spitze übrig. Tatsächlich. Nichts mehr drin. Man sucht dir einen Weg zu den Überresten. Ich würde sagen, wir können da hingehen, dann nach links und wir können da hingehen. Weil von da sind wir gekommen. Obwohl, ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Was sagt denn das Mail eigentlich? Da ging es doch eben zum Ausgang. So, es geht einmal links rum und einmal rechts rum. Rechts rum geht's zum Computer.
Hallo? Kann mich da draußen niemand hören? Sykes? Sie sind noch da? Alles in Ordnung? Sebastian, nach Ihnen habe ich gesucht. Mir geht's gut, aber ich könnte wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird sich lohnen. Ich sollte wohl bei ihm vorbeischauen, um zu sehen, was los ist. Definitiv. Der letzte Schritt. Missionsstart. Was? Nein! Begibt sich zu Sykes Unterschlupf. Nein, negativ. Ach, Nebenmission. Okay, Nebenmission. Nebenmission ist was anderes. Wo ist der Unterschlupf? Zeit. Alles klar. Erstmal alles schön einstecken. Definitiv. Das ist richtig gut. Guck mal hier, was da. Oh, Zeug. Ich kriege Zeug. Natürlich. Oh, herrlich. Und auch noch wieder den Spiegel, der gerade eben frisch kaputt gegangen ist. Brauchen wir den? Naja, eigentlich nicht. So. Und wie jetzt das Ganze weitergeht, das sehen wir sehr wahrscheinlich morgen in der Mittagspause. Mahlzeit!